Moin Leute, da bin ich wieder in alter Müdigkeit und ich muss euch sagen, es geht mir eigentlich ganz gut, da kann man nicht meckern. Und ja, woran liegt das wohl? Ach so, ja, ich muss euch erzählen, ich habe mir einen Roller gekauft. Ja, was hat ein Roller? Roller, Roller. Naja, ich meine hier, das ist Roller, das haben wir früher gesagt, so ein luftbereifter Roller so. Dann habt ihr die sogenannten Tretroller, das sah auch aus wie ein Roller-Ding. In der Mitte war bloß eine Kurve zu treten. Man muss sich vorstellen, Fahrrad zum Rollern und zum Treten. Was die heute so sagen, die, heute nennen die sie anders, heute sagt man ja dazu Kickbike, ja. Und dann gibt es noch so eine Cruiser. Ne, meins ist ein richtiger Roller. Das ist das Vorderrad ist so 28er wie beim richtigen Fahrrad. Hin ist es ungefähr ein 20er. Und dann hat er zwei Felgenbremsen, alle für Erwachsene. Das ist ein Hammer, sag ich euch. Kannst du so durchschnittlich 15 Stundenkilometer fahren. Und dann brauchst du nichts anstrengen. Und bei Grunter natürlich kommst du auf 60. Kann ich euch das nebenbei so. Deswegen sehe ich auch so frisch aus, weil ich mir diesen Roller gekauft habe. Meine Frau hat das gesehen und sagt, oh Mensch, du fährst mal durch die Gegend, ich möchte auch sowas haben. Das hat sie auch so nicht gekauft. Jetzt machen wir uns wieder zum Klopfen und fahren hier mit dem Roller durch die Gegend, durch Tepanik. Und wir haben bescheuerten Kicks sind die Kinder. Die sagen, was hat denn der da, was hat denn der da, was hat denn der da? Wenn ich jetzt einen normalen Roller hätte mit so ganz kleinen Rädern, würden die ja nicht sagen. Das würden sie normal finden. Aber dass ich nur als alter Sack mit 74 Jahren mit einem Ding durch die Gegend gondel, das ist ein bisschen unglaubwürdig. Bin ich eigentlich irgendwie Schnauze geflogen, muss ich euch sagen. Bin ich hingeflogen, kam so, park so stolz lang mit dem Ding, war das zweite Mal. Da habe ich, muss man mit den Füßen mal so wechseln, so. Mit manchmal einem Bein nur benutzt. Da kommen hinten ein paar Girls an und ich denke, oh, jetzt musst du mal einen Affen machen. Musst du richtig schön zeigen, was du kannst, wa? Da springe ich daneben und springe bei der Fahrt nicht auf das Brett, sondern springe auf die Straße, mache einen Salto, habe hier in meinen Ellbogen, habe ich mir so eine Beule, das sah aus wie so ein Ei, zugezogen. Naja, meine Frau sagt, ich soll zum Chirurgen, bin auch nicht gegangen, Quatsch, zum Arzt. Da hat sie mir so eine Binde gemacht, so eine straffe Binde, wa? Und nächsten Tag war das, zwei Tage später war es wieder gut. Ja, und dann habe ich das also weitergemacht und jetzt lasse mich ja nicht abhalten von so Sachen. Das muss, ich hab mir, bin so oft schon also verunglückt, ich habe mir noch nie was gemacht. Bin einmal unter Trabant gekommen, weil ich auch aus dem Pilz gekommen war und war so dunkel gewesen schon und wir wollten noch in Kneipe gehen mit dem Kumpel. War. Aber ich habe kein Licht am Fahrrad gehabt. Und dann, mein Kumpel sagte bloß, er sah bloß ein Fliegen, ein Krachen der Fliegen. Da bin ich über ihn rüber geflohen, der Trabant daher. Und ich lag unter dem Trabant. Ja, aber ihr seht ja, ich lebe ja noch. Dann hat er den rumgekippt, mein Kumpel, den Trabant wird zurückgekippt. Und da habe ich Glück gehabt, lag in so einer, auf dem Feld in so einer kleinen Kuhle. Und da, wie gesagt, und weg war Jenny tot gewesen. Und dann haben sie mit dem Krankenhaus gefragt, wie heißt er? Ich sage, Ehrenfried. Quatsch! Ich soll sagen, ich sage, ich Ehrenfried. Die haben gesagt, ich habe eine Macke. Naja, dann haben sie mit euch geglaubt. Aber das war so eine kleine Geschichte aus dem Leben. War. Ja gut, ich möchte, also wünsche euch gute noch und habt viel Spaß mit meinem neuen Lied, was ich hier gemacht habe. Und ja, Schienenrodel gut. Ich fuhr mit dem Fahrrad heute raus in die Pilze. Mich lockte der Herbstwald heute raus aus der Stadt. Dem Trubel entfliehen, dem Lärm und der Hektik. Ich war einfach stadtkrank, hatte alles so satt. Und ich sah da am Himmel die Kraniche ziehen und ein Eichhörnchen lief mir über den Weg. Ich fühlte mich seltsam, wie neugeboren. Das war ein Gefühl, wie man's selten erlebt. Ich fuhr dann vorbei an Buchen und Birken, an Kiefern und Fichten, an einem Waldsee so klar. Ich könnte euch noch so vieles berichten von den Schwänen, dem Specht und dem Reh, das ich sah. Und ich sah auch am Himmel die Graugänse ziehen, ganz ohne Navi finden die ihren Weg. Ich fühlte mich seltsam, wie neugeboren, wie ein Kind, das alles zum ersten Mal sieht. Und vor Staunen vergaß ich eigentlich, was ich wollte, vergaß die Pilze bei all dieser Pracht. Meine Frau sagt ja oft, dass ich langsam verliere. Was sie damit meint, da bin ich überfragt.
Und ich seh in Gedanken noch die Kraniche ziehen und seh noch das Eichhörnchen dicht auf dem Weg. Und ich fühl mich jetzt noch fast wie ein König und ich glaube, dass ihr mich ein bisschen versteht. Doch was ich noch sah, wollte ich eigentlich verschweigen. Ich sah eine Mutter mit einem Kind an der Hand. In der anderen hielt sie ihr kostbares iPhone. Da starrte sie drauf, völlig gebannt. Und dann kam mir jemand mit dem Fahrrad entgegen, mit dem wäre ich fast zusammengeknallt. Auch der war vertieft in sein bescheuertes Handy. Ich kann's nicht verstehen, bin wohl etwas zu alt. Und dann kam ich vorbei an einer Bushaltestelle. Da saßen Kinder im Alter von 7 bis 8. Ich bin ja schon still, ihr könnt es erraten. Was denkt ihr, was haben die wohl gemacht? Dankeschön, mach's gut, alt Jute, euer Hammerharter Ernie. Tschüss.